Ja, hallo, lieben Christian Schemmeier, Patrick Holt, Psychologe und so weiter. Und ich wollte mal einfach mal was sagen über, ich meine jetzt nicht diese Diagnose, aber über narzisstische Menschen, egoistische, ihr wisst schon, was ich meine, versus eher co-abhängige Menschen plus minus, wie kann man, also gut, minus hat noch mehr, also diese, ist auch egal. Also ihr wisst schon, was ich meine. Da denke ich manchmal so, weil ich würde mal interessieren, wie ihr das seht, dass eigentlich häufig der Pluspol die höhere Rechnung zahlt irgendwie, ne? Wenn ich mir das so angucke, also so früher mein Leben oder auch wenn ich mit Klienten arbeite, was die für Nachteile haben durch diese Co-Abhängigkeit, ne? Wirklich, also wenn das, wenn man sich so klein macht, ne, dann guckt ja auch jeder, guckt auf einen runter, ganz viele Leute versuchen einen über den Tisch zu ziehen. Bei irgendwelchen Verträgen, weiß ich nicht, Freunde beachten einen nicht richtig, Partner beachten einen nicht richtig. Man versucht dann durch Nettigkeiten sich geliebt zu werden, verliert dabei unter Umständen irrsinnige Summen Geld, wenn man richtig Pech hat, so, ne, wenn man nicht genug aufgepasst hat. Oder was weiß ich, oder vielleicht seine Gesundheit sogar. Und auf der anderen Seite, ja, was haben so egoistische Menschen für Nachteile in unserer Gesellschaft? Die werden in aller Regel, werden die gefeiert. Ich meine, die Welt feiert narzisstische Menschen rauf und runter, ne? Also das kann man, ich würde mir manchmal wünschen, das ist gar nicht zu sehen, aber man sieht es überall. Die werden gefeiert, ne? Die werden gefeiert. Guck mal, ich bin der Geilste hier, ich bin die Schönste, ich bin der Tollste, ich bin der Statusreichste, ich mach dies, ich mach das, guck mal, ich habe die größten Muskeln und selbst wenn das hohl, innerlich hohl ist und nur äußerer Schein ist, ja, es wird gefeiert und das ist ja auch häufig so fake it until you make it, also mit dieser, ja, vielleicht auch narzisstischen Energie, die sie in sich selber geben, kommt auch viel von außen obendrauf. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber innen drin sind sie trotzdem leer, meinetwegen. Ne? Aber ist ja auch egal, ich will jetzt auch auf gar keinen Fall irgendeine Opferhaltung hier fördern. Vielleicht noch ein bisschen wachrütteln, dass ihr wirklich an euch selber denkt, irgendwie zumindest in einem gesunden Ausmaß, und das ist häufig mehr, als man es bisher gemacht hat, so für viele auf meinem Kanal, dass ihr an euch denkt und ja, nicht immer anderen zubuttert. Ich habe so ein geiles Meme gesehen neulich, wo jemand, da hilft jemand dem einen, rechts jemand sein Haus aufzubauen, hilft links jemand sein Haus aufzubauen und dann im dritten Bild sieht er, zwei haben geile Häuser und er hat nur ein paar Steine da liegen, hat für sich selber aber nichts. Also diese Idee, also ich würde mir so eine Welt auch wünschen, aber die Welt ist nicht so. Diese Idee, dass man so ganz vielen anderen Menschen reingibt irgendwie und da kommt irgendwann ganz viel zurück, das könnt ihr durch einen Kamin rauchen, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Also natürlich kann man nett, also in angemessener Weise nett sein, das sollte man immer, finde ich. Und auch ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wort oder eine Diverse ein Wort oder was auch immer. Klar, kann man alles, sollte man alles machen, aber immer mit einer gesunden Art Vorsicht und immer auch mit einem, okay, wenn das hier nicht läuft, stoßen wir sofort an eine Grenze und da geht es nicht weiter, so, ne? Und dann verschafft man sich nämlich Respekt erstmal und das ist eine ganz andere Basis, dass Leute vielleicht auf eine gute Art auf dich zukommen und dann auch vielleicht auf eine gute Art mit dir befreundet sein wollen oder so. Wenn jemand keinen Respekt vor dir hat, wirst du in den Dreck getreten, ey. Die Welt ist so. Kannst nicht ändern. Denk mal drüber nach, bevor ihr wieder versucht, es anderen zu sehr recht zu machen. Klar, gibt natürlich auch Menschen, die machen es anderen zu wenig recht. Und aber ja, man kommt unter die Räder einfach. Und diese Welt ist gerade echt krass drauf, ne? Also wer da nicht am lautesten schreit, der wird sowieso nicht gesehen. Und also, ja, kreiert euch eure eigene Blase mit Menschen, die euch gut tun und ja, und feuert nicht die Energie irgendwelche anderen Sachen raus, wo es einfach nur versackert, ne? Was denkt ihr dazu? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.